70 Kilometer und 4500 Höhenmeter über Stock und Stein und eine Menge Strapazen. Dem setzen sich über 400 Ausdauersportler beim 30. Traunsee-Bergmarathon aus. Die Spitzensportler gehen um 3 Uhr früh an den Start. Scharfe Anstiege und steile Abstiege liegen vor den Läufern. Die Tortur beginnt mit der Bezwingung des 1000 Meter hohen Grünbergs. Danach die Königstour in diesem Bewerb, die Besteigung des Traunsteins. Ziel ist das Naturfreundehaus. Der Führende, der sich diesen extremen Bedingungen aussetzt, erreicht um 5 Uhr früh den Gipfel. Also es ist so, dass man bis zum Einstieg Naturfreundesteig sehr läuferisch unterwegs ist, immer einen flotten, rhythmischen Schritt hinlegen kann. Und dann einfach der Naturfreundesteig, da greift man dann mit alle 4 auf, wenn man braucht die Hände dazu. Das bricht dann komplett den Rhythmus. Der technisch anspruchsvollste Teil ist geschafft. Aber der Regen hat der Strecke nichts Gutes getan. Über den Mooralmsteig wird der Traunstein hinter sich gelassen und es geht weiter den See entlang zum Spitzelstein, bevor der Checkpoint Ebensee passiert wird. Das Höhendiagramm, ein einziges Auf und Ab. Es ist nicht mein Gelände. Es ist mir ein bisschen zu steil. Und bergab ist einfach eine Katastrophe, mit traue mich halt nicht. Ich rutsche so, es ist mir zu risikoreich. Ja, super, aber heute halt am Traunstein aber ist wirklich extrem rutschig. Hoffentlich passiert da nichts. Aber richtig geil. Für viele beginnt jetzt in Ebensee, bei einer der beiden Halbmarathon-Austragungen, die Schufterei. Es gilt noch immer, den 1600 Meter hohen Feuerkogel zu bezwingen, bevor es dann über die Hochsteinalm auf den Gras- und Mundnerberg Richtung Zielgerade geht. Der Pinsdorfer Benny Raberger stellt vor 10 Jahren eine Bestmarke auf, die seither niemand geschlagen hat. In 7 Stunden und 26 Minuten konnte der damals 38-Jährige die 7 Gipfel erklimmen. Ja, ich war 10 Jahre jünger und war damals in Topform und habe dann 2008 mit einem scharfen Training vorher gemacht und habe meinen Rekord eigentlich zusammengebracht. Trotz der recht rutschigen Bodenbedingungen schafft es der diesjährige Sieger Johannes Klein mit einer Zeit von nur 7 Stunden und 32 Minuten. Fast an die damalige Bestzeit ranzukommen. Ja, ich bin total happy, also echt tolle Sache. Für mich ist es wesentlich schöner, wenn ich da was Technisches habe, wenn es steil bergauf geht, steil bergab. Und der Großteil der Strecke bietet ja genau das und das ist halt echt wunderschön gewesen. In Anführungszeichen natürlich wunderschön, das ist natürlich richtig hartes Brett. Für den Vorjahressieger Franz Josef Schögel reicht es dieses Jahr für den 2. Platz. Mit einer bewundernswerten Zeit von 7 Stunden und 55 Minuten erreicht der Lokalmatador die Traunseestadt. Ob jetzt erster, zweiter, dritter oder letzter bin, ist mir ganz egal, weil ich habe wieder gegen meinen inneren Schweinehund gewonnen. Aber super Erlebnis gehabt, Abenteuer gehabt. Nur wenige Minuten nach dem Ohlsdorfer kommt überraschenderweise der Mann ins Ziel, dessen Lauf es angeblich nicht ist. Ja. Ich bin froh, dass es dann ausgegangen ist, aber das am Anfang, das so steil und klettern, das liegt mir eigentlich gar nicht. Ich habe da richtig viel Zeit verloren. Und dann, wie es laufbar geworden ist und im Flachen, habe ich dann da meine Routine ausspielen können und habe dann wirklich Gas geben können. Tina Hitzenberger erreicht als beste Frau nach gut 10 Stunden das lang ersehnte Ziel. Körper und Geist müssen hier eine Einheit spielen, sonst sind diese Strapazen nicht zu ertragen. Der Traunstein, ein Mythos. Und mit ihm auch die 6 weiteren Gipfel rund um den See.